Moin Leute, hier ist Janis hier und willkommen zu einer neuen, ja, ich würde sagen, Extra Island Besprechung oder Fortnite, wie immer. Und zwar ist es diesmal die Twilight Party Dead or Treat Fortnite. Sehr, sehr nice. Also definitiv eine Halloween, ja, eine Halloween gemachte Feier, ne? Also Halloween getrimmt, mit dem süßesten Chopper überhaupt. Den habe ich sogar schon bekommen, gestern im spontanen Livestream habe ich den schon gedroppt und Zombie Frankie auch, aber das ist eine andere Sache. Ja, also die vier gibt es, die fünf gibt es. Chopper, Usopp, das ist der Rare Encounter hier auf dieser Stage, Frankie, Luffy und Nami in ihren Kostümen, in ihren Halloween-Kostümen, sagen wir mal, ne? So, das Ding ist, ich kann euch jetzt nicht den Link auf der Seite geben zu den Fähigkeiten, aber ich kann sie euch vorlesen, denn die wurden alle schon mal auf einer anderen Seite gepostet. Da sind aber die Bilder noch nicht abgedacht, dann kann ich euch so sagen, kann ich euch so ein bisschen die Bilder zeigen dazu und auch die, Skill und euch die Dingens, ja, die Einzeiten dazu zu sagen. Also erstmal gibt es hier die Expert-Chancen, ja, also die 30 Stamina-Chancen, ist immer 100% oder ein Skillbuch. Und Usopp ist immer ein 100% Drop, weil er ein Rare Encounter ist. Zum Beispiel wie auf der Perona Stage die Sanjis Seele. Und Skillbooks, die man bekommen kann, ist zum Beispiel Whitebeard, Stronghold Usopp oder Crocodile in seiner Striker-Version. Sehr, sehr nice. Cotton Candy droppen. Dann, ja, das zu dem Rest kommen wir aber gleich. Erstmal werde ich euch jetzt nochmal eben die Stats vorlesen. Und zwar fangen wir erstmal mit Pumpkinhead Luffy an. Hier steht überall noch Halloween vor, aber die haben alle spezielle Namen. Pumpkinhead Luffy, Captain Ability, zweimal Attack for Fighters. Also, ne, wisst ihr wahrscheinlich alle schon. Dann haben wir für Frankie, das ist der Frankie, ja, der Frankie einfach, haben wir zweimal Attacke für Stärkemonster und ein Special, das seine Orbs dass dein Orb zu Stärke macht und dass du ein Orb changen kannst. Relativ nice, also ein frei auswählen, changen. Das meinen sie damit. Dann haben wir Pumpkin Nami, Captain Ability, Boost Strikers, Attack and Recovery bei 1,5. Relativ auch hier sehr, sehr simpel. Striker einfach Attacke mal 1,5 und Recovery mal 1,5. Special ist hier jetzt 3000 HP, also auch nicht schlecht. Dann Wolfman Usopp, Captain Ability, Boost Psy Attacks and Recovery bei 1,5 und Special Boost Psy Attack bei 1,75 für einen Zug. Ja, also wir haben, das ist schon mal ein sehr, sehr interessanter Boost. Vor allem für so ein Psy-Team ist das eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Special-Effekt. Dann haben wir Pumpkinhead Chopper, auch ein, ja, etwas anderer Effekt. Die Captain Ability ist Heal zweimal Characters RCV at the end of your turn. Also, was das heißt eigentlich nur, ist, dass das sozusagen eine Vivi ist. Ne? Eine Vivi mit dem Recovery-Effekt. Könnte man wahrscheinlich sogar mit Pell zusammen, mit der entwickelten Pell-Form zusammen machen und dann könnte man, glaube ich, sogar eine gute Combo schaffen. Ja, und das Special ist Reduce Silence bei 3 Zügen, wo da denke ich mir schon, dass der da eher benutzt wird, also für den Silence Remover in Intims vielleicht. Also da sehe ich wirklich eine relativ gute, ja, ein gutes Special-Potenzial, ja, wenn man gegen Silence-Gegner geht. So, Skillbuch, die man bekommen kann, Whitebeard, Stronghold Usopp und Sir Crocodile in der Striker-Version, die kann man alle bekommen. Und dann haben wir natürlich, wie immer, so die Stamina-Werte, also bei der 30 Expert-Version bekommen wir 5500 EXP und in fast 30.000 Berry, oder Belly bei uns. Slasher-Team, relativ gut hier auf dieser Stage, nimmt einfach ein GP mit. Da, ja, bin ich eigentlich relativ zufrieden mit dem Pick hier, würde ich fast genauso machen. Slasher-Team und dann macht euch ein Allrounder-Team. Ne? Nicht, dass ihr nur von einer Farbe drin habt, sondern wirklich zum Beispiel einfach hier rot, blau und grün. Falls ihr jetzt keinen Mihawk oder Duffy habt, packt ihr da einfach so viele verschiedene Farben, wie ihr könnt. Vielleicht auch noch einen In-Slasher rein, falls ihr das habt. Sonst ein Shooting-Team mit C4, Blackbeard, Gimpon, Usopp, dann Duval und Ayn. Richtig? Ich glaube, Ayn hieß. Ayn? Ich glaube, sie hieß Ayn. Mal gucken. Aber ich glaube, sie hieß Ayn. So, und
Ist das hier Strong World? Strong World. Wie heißt du nochmal? Ja, Strong World Ace. Doch, ich wollte gerade schon sagen, den kenne ich doch irgendwoher. Okay, aber das, was mich ein bisschen irritiert hat, war sein Deckstitel, weil ich das immer noch mit meinem Lock Ace verwechselt habe. Deshalb nicht, dass ich mich da irgendwie vertue. So, dann, genau, Useful Units, wie immer, ne, Flamingo ist klar. Golden Pound sollte auch jeden logisch sein. Und ach ja, doch, Ain. Doch, so heißt sie. Sehr gut. Ich konnte mir mal was merken. In Quick- oder Shooter-Teams, ne? Und für Frankie ist natürlich relativ gut. Kann man ja nichts gegen sagen. So. Wie lange sind wir? Ja, wir sind noch ganz relativ gut in der Zeit. Stage 1, ein paar Mobs und ein Pick. Definitiv nicht schwierig. Ich habe es auch heute in der Folge gemacht und ich werde es gemacht haben, weil ich es jetzt noch nicht gemacht habe, aber ich werde die Stage definitiv in der heutigen Folge zeigen. Dann Stage 2 ist ganz normal, jetzt mit Schildkröte und den Zombie von der Absalom-Insel, also dem Shoguns und einem Shogun-Zombie, ja. So, zwei Teenager, zwei kleine Turtles, auch hier, eine hat eine 100% Drop-Rate von denen immer, also eine wird da droppen, auch nicht schlecht, ne, wenn man mal was Rotes hochleveln will. Ja, die Giganten haben ihre Preemptive Attacks ausgeschaltet, also da sollte ich auch kein Problem mit haben. Sie macht, also sie hier vor allem macht keinen Preemptive Strike, das ist das Beste, und er macht sich keine Immunität. Meine Güte, was ist los mit dir? Ja, also das ist definitiv so die Sachen, wo ihr aufpassen müsst. Eine Krabbe und eine Schildkröte, Krabbe vielleicht zum Stallen, falls man das braucht. Ja, das, was wir hier haben, ist auch wieder die normalen großen Marine-Typen, naja, ganz einfach relativ simpel, dann in dem Zusammenhang auch. Und auf der 30er-Stage kann dann immer was kommen. Und zwar ist es dann bei 6 die Pumpkin Queen Nami, hat ein Preemptive Stärke zu Quick. Stärke oder Quick, sorry. Habe ich mich verlesen. Und dann macht sie bei den gewissen Getörs in zwei Abständen 3920 Damage und bei 20% HP oder weniger macht sie alle Orbs von euch leer, dass da nichts mehr drin ist. Dann haben wir, achso, sie hat 400.000 HP, dann haben wir Vampir Chopper, warum auch immer der hier Vampir heißt, weil wir wissen ja, meinen schon den Originalnamen, was ja Pumpkinhead Chopper ist, ja. Und das ist HP 400.000, ATK 4002, Preemptive hat er kein, er greift auch alle, also erst ist er auf 1, dann greift er alle 2 Runden an mit 4002 Damage und bei 50% oder weniger 8000 ATK mit seinen Damage, also da gibt er sich selber einen Buff und einen Defensiv-Buff, der geht einigermaßen, also da kann man definitiv ein bisschen rumspielen, da hat man ein bisschen Freiheit noch. Dann haben wir Frankenstein, ne? Auch ein netter Name, den man sich auf ausgedacht hat, aber Frankie ist jetzt auch gut, also mal gucken, was da denn der originale Name sein wird. So, Frankie macht ein Silence für 2 Turns auf eure Captain, auf einen eurer Captain, nicht beide. Auf einen von den beiden. 250.000 HP und 7480 ATK. Wenn er am Zug ist, das erste Mal, silence er eure beiden Kapitäne, ohne anzugreifen. Und bei 20% HP oder less, silence der deinen Kapitän. Ganz einfach, damit er nicht so schnell stirbt. Also das ist wirklich so, der ist eigentlich nur Futter für euch, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann Stage 9 ist Pumpkinhead Luffy 620.000 HP, 6720 ATK, Preemptive, ein Debuff Protector, also Immunität für 3 Runden. Da müsst ihr einfach ihre 3 Runden warten, dann könnt ihr euren Usopp schmeißen oder so. Dann, wenn die HP weniger als 100% ist, dann kriegt ihr eine Attack und eine Attack halt, greift euch dann an. Und bei 50% oder weniger macht er alle Orbs zu Fleisch. Auch, habe ich auch schon gemerkt, kann man sich dann sehr, sehr gut wieder hochheilen. Und wenn er dann mal 20% oder weniger macht, macht er 9000 Damage. Da müsst ihr dann wirklich, also da müsst ihr euch dann wirklich versuchen, dass ihr den in der Runde wirklich hochbekommt. Ups, das war mein Handy. Da hat jemand auch wieder was auf YouTube kommentiert. So wie es aussieht. Ach nee, da hat mich jemand abonniert. Sehr gut. Dann kann ich jetzt schon mal einen Shoutout geben für den. Da hat er sich das verdient. Shanksle Rook. Rooks. Ja, mal gucken.
Aber ich denke mal, mal gucken. Vielleicht hat er das gemeint, was ich denke, vielleicht nicht. Auf jeden Fall, danke fürs Abonnieren. Und ja, 20% nur weniger, 9000 Damage. Wie gesagt, vor der Stage müsst ihr den am besten ein bisschen down kriegen. Weil das tut wirklich weh, 9000 Damage. Und dann die Rare Stage, Ghost Rider Usopp. Naja, nicht wirklich, aber okay. Das ist dann einfach Wolfman Usopp. Und er kann auf der 8. Stage appearen, was dann für Frankie Platz macht. 30.000 HP, 2840 Attack. Preemptive hat er kein und bei alle zwei Turns chaint er einen Random Character für zwei Runden. Also das hört sich doch relativ fair an. Den sollte man noch hinbekommen, vor allem da er nur 300.000 Leben hat. Das ist sollte eigentlich kein Problem sein. Die Insel im Allgemeinen ist mal wieder eine lustige Abwechslung. Denn wer denkt sich, dass sich die ganz normalen, ja, Leute so anziehen würden? Also im Anime würde sowas, ne? Man weiß nicht, was da kommt, ne? So. Das ist eigentlich ganz gut. So, guck ich nochmal eben schnell, ob hier noch was Neues angesagt wurde. Der Raid Battle mit den Vize-Admiralen ist angesagt. Das wird auch nicht schlecht. Also das ist auch ein Raid-Boss wie, ja, Mihawk oder Doofy und sowas. Der kommt vom 9. Oktober bis zum 10. Oktober, das heißt bei uns 10. Oktober bis 11. Oktober. Relativ simpel gesagt. Aber auch dazu werde ich wahrscheinlich noch ein ganz normales, vielleicht sogar ein Guide machen. Mal gucken, wie ich das hinbekomme. 30 und 40 Stamina, das ist schon mal gut zu wissen. Und dann gebe ich euch mal so gerade die Informationen und so weiter. Wie gesagt, ihr könnt ja auch hier Pause drücken und dann seht ihr das meiste ja auch schon. So ein paar Informationen da extra zu. Also, das war erstmal das Guide für die Trick-or-Treat-Party oder die Dead-or-Treat-Party für die Twilight-Party. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat dieser Guide ein bisschen gefallen bzw. geholfen. Und ja. Ich freue mich auf eure Kommentare, ich freue mich, was ihr zu dem Charakterdesign sagt. Ist wirklich mal was anderes, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Vergesst nicht, das Video einen Daumen nach oben zu geben. Ein Abo wäre wie immer bekommen. Ich kann einfach nur sagen, kommentieren, dann kann ich auch auf euch antworten. Daumen nach oben geben. Das hilft mir und auch euch weiter. Und ja. Abonnieren, falls ihr immer geupdatet werden wollt, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Aber das sage ich ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Bis denn und ciao.